Der Begriff der Digitalisierung ist in aller Munde. Während es unbestritten ist, dass der technologische Wandel stetig fortschreitet, sind die Auswirkungen der Digitalisierung bis heute vergleichsweise wenig erforscht. Dies gilt insbesondere für Effekte der Digitalisierung auf die Gesundheit von Berufstätigen. Wir haben uns dieser wichtigen Forschungslücke angenommen. Hierzu wurden über 8000 Berufstätige in Deutschland zur Digitalisierung, ihrem Arbeitsumfeld, ihren Verhaltensweisen sowie ihrem Gesundheitszustand befragt. Diese Stichprobe ist repräsentativ für die 33 Millionen internetnutzenden Berufstätigen in Deutschland. Wie unsere Daten zeigen, ist die Digitalisierung längst betriebliche Realität. Die Mehrheit der Befragten steht der Digitalisierung dabei positiv gegenüber. So sagen 53% der Befragten, dass Technologie sie in ihrem Leben produktiver macht. Sogar 55% sind der Ansicht, dass Technologie den Menschen mehr Freiheit gibt, zu leben und zu arbeiten, wo sie wollen. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. So beklagt rund ein Drittel der Befragten in Fertigungsberufen, dass die Technologie sie zwinge, immer schneller zu arbeiten. Rund 40% der Befragten in IT-Berufen haben Angst, ersetzt zu werden, wenn sie ihre technologischen Kenntnisse nicht stetig verbessern. In Bezug auf die potenziellen Gesundheitseffekte von Digitalisierung kann eine gewisse Entwarnung gegeben werden. Die Krankentage von Berufstätigen hängen nur schwach mit der Digitalisierung zusammen. Jedoch gibt es signifikante Zusammenhänge mit einem erhöhten Burnout-Risiko. So fühlen sich 23% der Erwerbstätigen emotional erschöpft. Auch Einschlafschwierigkeiten sowie Kopf- und Rückenschmerzen scheinen bei hoher Digitalisierung zuzunehmen. Diesen negativen Auswirkungen kann auf verschiedenen Ebenen entgegengewirkt werden. Flexible Arbeitszeiten und Orte, Verzicht auf Diensthandy und Dienstcomputer in der Freizeit sowie Sport gehen mit verringerten Arbeits- und Familienkonflikten sowie weniger emotionaler Erschöpfung einher. Insgesamt sehen die Befragten die Digitalisierung aber als etwas Positives und neigen dazu, den technologischen Fortschritt als Bereicherung zu betrachten. Dies ist eine wichtige Erkenntnis, da wir die Digitalisierung nicht aufhalten, sondern lediglich erfolgreich gestalten können.